konnten jetzt gerade diesen Bock hier erlegen. Das ist ein braver Bock. Ja, der hat hier einen Rivalen aus seinem Revier vertrieben. Und jetzt gehen wir ans Versorgen. Hallo und Waldmanns Heil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hunt, Cook and Grill. Heute gibt es Hamburger von Xenia und Matthias. Genau, und was brauchen wir dazu? Wir brauchen Patties, und zwar sind das reine Wildpatties aus Rehwild. Und die kann man einfach gut vorbereiten und einfrieren und bei Bedarf rausholen. Cheddar-Käse, Burgerbrötchen, saure Gurken, Cranberries, ein bisschen Mayo, ein bisschen Wildfond, Salz, Pfeffer, Pflanzenöl, Salat aus dem Garten, Barbecue-Soße und eine Zwiebel. Und wie das geht, das zeigen wir euch in dieser Folge. Bleibt dran und viel Spaß dabei. Jetzt machen wir die Soße für die Burger. Okay, dazu brauchen wir ein kleines bisschen Fond. Geben wir in einen Topf rein und lassen ihn leicht aufkochen. Und die Cranberries kommen auch da rein. Und die müssen jetzt ein bisschen Flüssigkeit ziehen. Und das passt super zu Wild, weil die haben eine leichte Säure, sind schön süß und das gibt hinterher ein tolles Aroma. In der Zwischenzeit bereiten wir noch eine andere Soße vor, und zwar mit Zwiebeln und sauren Gurken, die unter den Salat kommt. Für unsere Burgersoße, die wie gesagt unter den Salat kommt, da geht jetzt drunter eine Zwiebel aus dem eigenen Garten. Das Ganze geben wir in eine Schale. Und dann haben wir hier unsere sauren Gurken. Einmal in feinen Streifen schneiden. Und das reicht jetzt wirklich, wenn das ruhig noch ein bisschen stückig ist. Das muss also jetzt nicht super fein geschnitten werden. Und nehmen das auch in unsere Schale rein. Und das Ganze vermischen wir jetzt mit 2 Esslöffeln Mayonnaise. Und dazu geht noch von einem Strauß Rosmarin, den haben wir gerade vergessen, ganz fein gehackt. Das muss jetzt nicht in Mayo ertränkt werden. Es reicht wirklich, wenn die Mayonnaise diese Zutaten leicht ummantelt, dass man wirklich noch so eine leichte Stückigkeit hat. Und das geht hinterher als Unterlage auf unsere Burgerbrötchen zusammen mit ein paar Ringen von dem Zwiebelgrün, und das wird richtig gut. Unsere Brühe mit den Cranberries ist jetzt ein bisschen einreduziert und die Cranberries sind jetzt auch schön weich. Und jetzt geben wir unsere Barbecue-Soße dazu. Ja, das passt wirklich super zu unseren Wildburgern mit der Süße von den Cranberries und diese würzig-rauchige Barbecue-Soße, und das wird einfach perfekt. Das ist der Salat für den Burger. Genau, und das ist einfach Salat aus dem eigenen Garten. Hier ist ein bisschen Rucola drin, ein bisschen Babyspinat und hier diese italienische Salatmischung. Das kann man einfach anbauen. Das vermischt man ein bisschen und dann kommt das leicht zu unterst auf den Burger. Das passt super gut, weil diese erdigen Aromen von dem Rucola und von diesem Babyspinat hier, das passt super gut zu Wildfleisch und sieht auch noch super aus. Frühlingszwiebeln. Bereiten wir jetzt unseren Patty vor. Wir nehmen ein bisschen Öl und streichen den von der einen Seite ein. Und dann wird der wirklich großzügig gesalzen, weil das Fleisch verträgt ordentlich Salz. Und die Frage ist jetzt immer, viele Leute sagen, reines Rehwild wird irgendwann trocken. Ich habe die Erfahrung gemacht, also ihr könnt reines Rehfleisch nehmen und da wird überhaupt nichts trocken. Das Fleisch verliert kaum Saft, kaum Flüssigkeit. Wichtig ist nur, dass der Burger nicht ewig auf dem Grill liegen bleibt, sondern 2 Minuten von rechts, 2 Minuten von links und dann einfach mit der Scheibe Käse oben drauf gar ziehen lassen. Und dann habt ihr perfektes, gegrilltes Burgerfleisch vom Rehwild. Okay. Die Burger liegen jetzt auf der Fläche oder auf der Grillfläche. Und jetzt gibt es einen Trick,
damit sich die Burger nicht wellen. Man drückt einfach so eine kleine Kuhle rein in das Fleisch. Wenn die Burger Patties nicht gefroren sind, dann kann man das auch vorher schon machen. Und das sorgt dafür, dass sich die Patties nicht hochwölben. Und wenn sich hier in diesem Mittelpunkt Flüssigkeit ansammelt, dann wissen wir, dass wir die Burger drehen können. Und jetzt ist der Zeitpunkt, den Burger zu drehen. Und man merkt eigentlich jetzt beim Bild schon den großen Unterschied. Die Burger-Patties haben noch die gleiche Größe. Also ich habe die auf den Grill gelegt und ich lege die gleiche Größe, hole ich da auch wieder runter, weil sie eben kaum Flüssigkeit verlieren. Und das, ja, das ist einfach die Top-Qualität des Wildfleisches. Und jetzt lasse ich die noch mal so 2-3 Minuten von der anderen Seite auf dem Grill. Dann wende ich sie noch einmal und dann kommt der Käse drauf. Jetzt bauen wir den Burger zusammen. Und da kommt einmal hier unsere Burgersoße mit den Zwiebeln und den kleingeschnittenen Gurken auf die untere Brötchenhälfte. Und dann ein paar von den Frühlingszwiebeln. Und auf unsere obere Hälfte kommen unsere Barbecue-Soße mit den Cranberries. Ja, dann geht's auch weiter mit dem Salat. Den legen wir schön hier oben drauf. Und jetzt folgt schon unser Wildburger-Patty. Den legen wir mal vorsichtig hier drauf. Und jetzt kann man natürlich noch Tomaten oder andere Dinge da drauf legen. Aber jetzt geht einfach hier unsere obere Hälfte drauf und dann kann man noch ein Spießchen reinmachen. Ja, das war's schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, lasst einen freundlichen Kommentar da. Macht's gut und Weidmannsheil!